XCOM. Okay, wir sind wieder an irgendeiner Abschnittstelle. Ich weiß auch nicht, wie oder was oder wer. Ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie groß das Raumschiff überhaupt ist, was da ist. Ja. Ja, Alien, Handgranate und weg damit. Na, geh doch. So einfach ist es. Granate raus, Alien weg und fertig. Alles immer zufrieden. So. Damit ist auch mal ein paar Plasma-Pistolen im Einsatz. Ja, ich meine, wenn wir eh einen Haufen von den Dingern haben und Munition, dann können wir es auch schön verballern. Dann müssen wir keine Laser-Munition mehr herstellen. Ja, und die machen auch fast so viel Schaden wie die Laser-Gewehre. So, von daher, ja. Jetzt machen wir da mal Autoschuss und ducken. Autoschuss, Autoschuss, duck dich, Autoschuss, duck dich. Oh, scheiße, da ist schon der... So, zack, Granate raus und weg damit. Oh, der lebt noch. Der lebt noch, der Spotsfreund. Not enough Action Points. Na, vielleicht trifft der ja. Autoschuss. 13 Aktionspunkte nur mit der Pistole. Geil. Aber treffen, das wäre noch schön. Ah ja, sehr schön. Okay. ducken, duck dich, duck dich, duck dich, Peter. So, dann schauen wir mal, was uns hier alles erwartet. Oh, da ist Rauch. Da ist Rauch. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber naja. Das sind wir ja gewohnt. Vollgebufft und ohne Hirn bieten wir dem Feind die Stirn oder so. Keine Ahnung. So, dann tun wir den dahin, den dahin. Ah, da ist ein Aufzug. Ah, da werden wir dann wahrscheinlich auch mal hochgehen. Na, den schicken wir auch nochmal mit da dann. Die Außeneule. genau, und dann haben wir noch eine Alien-Base zu vernichten. Ja, aber da wollte ich ja erst auf die Plasma-Gewehre warten, bis wir die erforscht haben. So, schicken wir mal die schweren Laser in ins Feld. Und da haben wir noch eine Plasma-Pistole mit einem Medkit. Aber da haben wir doch schon eine schöne kleine Armee da draußen. Damit trotzdem mal alles weg. Oh, ein Stinger. Ah, und genau auf den ohne die Rüstung dafür. Weil die anderen haben so eine Chemie-Armor an, den macht das eigentlich nichts aus. Okay, du rennst mal zum Sunny. Das machen wir zuerst. Oh, den hast du aber ziemlich erwischt. Lalalalalalalalala. Oh, okay, das ist leer. Aber zum Glück haben wir noch Stimpacks. Von daher hauen wir noch ein paar Drogen rein. Dann werfe ich noch ein Schild auf den Boden, das kann der nehmen. Okay, jetzt gucken wir mal da hoch. Bei dem ist es eh wurscht, der hat so eine Chemie-Armor an. Über ein Schiff schwebt er. Das ist ja raffiniert. Über ein Schiff. Haben wir. Ne, einen gezielten Schuss können wir nicht mehr machen. Machen wir mal einen Autoschuss. Eins. Zwei. Okay. 158 Schaden hat er gemacht. Ach so. Hits Larve with a heavy laser on a weak point, also an einer Schwachstelle. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Aber es ist interessant zu wissen, dass man die auch an Schwachstellen treffen kann. Das habe ich noch nicht gewusst. Achso. Dann schicke ich erstmal die Leute mit der Chemie-Armor vor.
dass die anderen wieder getroffen werden. Aber da merken wir schon, dass wir echt viele Aktionspunkte haben. Ja. Früher konnte man nicht so schnell vorrücken wie jetzt. So, auch Chemie Armor nach vorne. Und da schickt man dann die Außeneule hoch. Bianca Lofia. So, und die schicken wir mal als Rückendeckung mit dazu. Na, den schicken wir mal. Ach so, die hat gerade gemedkittet. Also den lassen wir mal da hinten schauen, ob da noch was ist. Okay. Das war's dann erstmal. So, schon mach mal Luki Luki. Siehst du was? Anscheinend nicht. So, dann rücken wir auf jeden Fall mal weiter vor. So, ach so, da mal die. Ach, die schicken wir mal in die Richtung. So. Den schicken wir mal da rein. So, die Außeneule, die geht mal nach oben. Ich mach doch keine Drehung in die Richtung. Du musst da gucken, da. Okay. Dann kommt man mal da unten weiter. So, du erkundest da außen. Du gehst da noch mit Wine. Die hat sich schon bewegt. Hat sich auch bewegt. Ach, da steht er wegen nah an der Wolke. Das gefällt mir gar nicht. Obwohl, das steht eigentlich gar nicht drin. Das steht eigentlich gar nicht drinnen. Okay, den schicken wir mal in die Richtung. Immer Autoschuss bereit. Man weiß ja nie. Es könnte ja sein, dass da Gegner auf der Karte auftauchen. Gegner, böse Leute, die uns töten wollen. Und dann müssen wir uns halt wehren. Also jetzt können wir langsam wieder ein Gegner auftauchen. Oh, da ist schon das Alien-Schiff. Okay, dann drehe ich mal so. Du schaust mal daher. Und du guckst mal um die Ecke da, vielleicht ist da was um Eck. Man weiß ja nie. Anscheinend nicht. Ja. Was machen wir jetzt? Okay, schauen wir mal da weiter. Ach so, das ist schon das Ende von der Karte. Und es ging ja fix. Also man merkt echt schon, dass wir da in Aktionspunkte geskillt haben. Wir erkunden die Karte so schnell, das gibt's gar nicht. Wir sind ja schon fast wieder durch. Da oben müssen wir aber noch hingucken. Und Hidden Alien Movement. Kommt was, kommt was, kommt was? Anscheinend nicht. Dann schauen wir mal da weiter. Nicht, dass sich da noch ein böser Bube versteckt. Aber ich glaube eher nicht. Aber glauben ist ja nicht wissen. Okay, da schon mal nix. Dann schaue ich dann nochmal in die Tür da rein. So, dann kann ich den eigentlich wieder mit rausschicken.
Okay, dann geht's schon Richtung Alien-Schiff. Wir werden sie invaden. So. So, ihr geht über die rechte Flanke, ihr über die linke Flanke, der Rest kommt durch die Mitte und irgendwie ab dafür. So, du gehst mal schön da lang. Dann gucken wir natürlich auch mal in das Gebäude, man weiß ja nie. Oh, das sind schon ziemlich viele Löcher. Da hat sich bestimmt ein Alien durchgebrannt. Okay, okay. So, dann schicken wir noch in die Richtung. Und dann... Oh, da kommt schon wieder was. Da kommt was. Sag mal, auf was zieht... Jetzt hat er unser schönes Schiff angekratzt. Was ist denn das für ein Arsch? Na, warte nur, dir gibt was. Spotzfreund. Oh, das sieht schon was. Oh, da ist ein Stinger. Das ist ein Stinger. Okay, der ist schon mal erledigt. Und da ist noch eine Wipen. Eine Schlange. Eine Rattlesnake. Also eine Rattlesnake habe ich übrigens auch bei EVE Online. Eine Klapperschlange, eines meiner Lieblingsraumschiffe. So mit einem Haufen Drohnen und so. Ich bin halt so bei EVE Online so der Drohnenfreak. Ja, und das ist so das Beste, was man so fliegen kann, wenn man nicht im Nullsektor ist. Na, ich bin zwar auch im Nullsektor, aber da habe ich keine Lust mit so einem riesen Ding rumzufliegen. Meistens mit einer Fregatte irgendwie, aber so Small Scale PvP mit einer Fregatte, das macht immer auch einen Haufen Spaß. Und vor allem, da kann man halt nicht viel verlieren. Ja, außer, ja, außer ein paar Implantate, vielleicht wenn man ein paar drin hat, aber naja, egal. Wir sind hier nicht bei EVE Online. Spiele ich ja im Moment eh nicht, weil ja, ich habe genug zu tun. Ja, dann machen wir schon mal da weiter. So, ihr rückt da unten vor. Oh, da unten geht's rein. So, schauen wir mal zur Außeneule hoch. Und da ist nix. Okay, dann müssen wir nochmal da runter. Da ist noch ein Raum unentdeckt. Achso, da geht's noch hoch. Okay, dann kannst du dich mal ausruhen bis zum Ende vom Kampf. Hm. Puh. Wo versteckt ihr euch? Aber wir surrounden sie langsam. Sie haben keine Chance gegen uns. Oh, da ist eine Wipen. Gezielter Schuss geht nicht. Dann machen wir einen Autoschuss, wenn es noch geht. No line of fire. Oh, noch eins. Können wir da wenigstens? Ja. Kannst dich noch ducken? Ja, gut. Kann man da irgendwo rein? Nein. Ne, das ist kein Eingang. Oh, das ist ein Stinger. Gezielter Schuss? Jawohl. Also wenn man am Abend auf Schusswaffen skillt, dann klappt es auch langsam mit dem gezielten Schuss mal. So, du bleibst mal da, du hast keine gescheite Rüstung. Und was wird er tun? Oh nein, er feuert auf uns. Aber das Schild ist noch aktiv. Schild ist noch aktiv. Jetzt ist das Schild weg.
So. No line of fire. So, jetzt muss ich aber doch eine Line of Fire haben. Ach, geh doch. Und das war's, eine schnelle Mission. Was haben wir Neues? Nix Neues. Auch ein Kobold fürs Glas haben wir jetzt. Okay, eigentlich nichts Besonderes. Auf jeden Fall mal Agility, man kann nie genug Aktionspunkte haben. Bravery, Stärke und noch ein Shooting. Okay, jetzt haben wir die Plasma-Weifel, dann gehen wir gleich zur Alien Base. Nice. Mal vergleichen mit der Laser-Weifel. Also die hat Damage 80 und die Laser-Weifel hat 65. Okay. Auf jeden Fall mehr Damage. Laser Defense, da machen wir mal. Dass wir mal den Laserbaum fertig skillen. Advanced Mate Kit, genau, das brauchen wir auf jeden Fall. So. Ich wollte mal gucken. Wie viel haben wir von dem? 51! Pff, da können wir locker ein paar Plasmagewehre verkaufen. Verkaufen wir 26, dann haben wir noch 25 für uns. Plasma Pistolen, da können wir auch ein paar verkaufen. Laser Rifle, da verkaufen wir auch mal 5. Obwohl, verkaufen wir gleich mehr. Na, da verballen wir noch irgendwie die letzte Munition, da kommen die Laser Rifles weg. Shotguns. Ich sag mal 15 Shotguns, die können wir doch verkaufen. Die normalen Gewehre verkaufen wir auch mal, dass es hier mal ein wenig übersichtlicher wird. So, die Pistolen verkaufen wir auch. Ja. Ah, da können wir mal gucken. Wir haben hier noch einen Platz für ein Raumschiff frei. Oh ja, da können wir noch einen Stormbringer bauen. Stormbringer. Ah, I am your love tender. Laser Cannon und eine Firehammer. Laser Rifles brauchen wir gerade zum Zwecks verkaufen. Mal wieder niedrigste Priorität. So, Stormbringer. Nochmal 3 Tage. Laser Cannon. 3 Tage. Firehammer. 3 Tage. Okay, dann wird ja alles ziemlich zeitnah fertiggestellt. Okay, was wollte ich jetzt machen? Genau. So ein Surgery wollten wir noch bauen. Ja, da muss man aber echt was abreißen dafür. Detection System, Alien Containment. Aber ich will auch kein... Obwohl... Wir bauen da das Schiff. Dann transferieren wir das zur zweiten Base. Und dann... Können wir... In der ersten Base die Surgery bauen. Okay, so machen wir das. So, machen wir eine Raketenverteidigung bauen. Ich weiß ja nicht, wer die Base auch mal angegriffen. Pff.
Puh. Ach, bauen wir einfach mal eine hin. Man weiß ja nie. So, dann kommen wir zur Alien Base. Intercept. Thunder One. Okay. Ja, Plasma-Pistole. Wir haben doch jetzt ein Plasma-Gewehr. So. Aber die schweren Laser lassen wir mal auf jeden Fall. Sind sicher noch ganz gut. Lassen wir mal noch eine Plasma-Pistole, da können wir die Munition verballern. Obwohl, haben wir eigentlich genug Munition vom Plasma-Gewehr. So, können wir noch irgendjemand einladen. Oh ja, der hat ein Medkit. Na Quatsch, so. So. Haben wir da noch eine neue Armor? Nein. Also müssen wir eigentlich noch ein paar Armors bauen. So, das mache ich gleich mal auf die To-Do-Liste. So. Okay, dann invaden wir mal die Base. Natürlich wollen wir beginnen. Was ist denn das für eine Frage? Okay, machen wir mal ein Speichern auf Alien Base. So, erstmal schön zur Türe. Die schweren Laser können wir eigentlich mal vorschicken. Okay, dann warten.